Tipp hurra, liebe Tiki-Taka-Trottel und Seitenlinien-Swagger. Herzlich willkommen bei Willis EM-Club, Halbfinal-Edition. Alle Fakten, keine Tore. Wie ist die Stimmung in der Südkurve? Paket für Kohn. Kohn? Nee, nie gehört. Sagt mir überhaupt nichts. Na ja, schnell zum ersten Halbfinalspiel. Portugal-Wales. Portugal-Wales. Wenn das Leben fair wäre, wäre Tim Wiese längst Bundespräsident und Portugal wäre auf keinen Fall im EM-Halbfinale. Kein einziger Sieg in der regulären Spielzeit, das haben selbst die griechischen Zementmischer 2004 besser hingekriegt. Wales hingegen geht als kompletter Außenseiter bisher ganz souverän und mit mehr Mut zum Risiko durchs Turnier als Jumbo-Schreiner durch das Ochsenfurter Bratwurstfest. Die Portugiesen kommen nicht einen Meter weiter als Pepe beim Schwalben-Casting für ein Laientheater. Da leg ich mich fest. Ich tippe ein leckeres 1:3. Frankreich-Deutschland. Nach dem Viertelfinale gegen Italien musste ich erstmal den Herzschrittmacher resetten. 7 vergebene Elfmeter. Das hätten auch Corinna May und Andrea Bocelli ausschießen können. Die Turniergeschichte Frankreichs hingegen entwickelt sich zäher als ein einstündiger Vortrag über das Trocknungsverhalten von Wandfarbe beim Jahreskongress der Stotterer. Aber man muss ihnen lassen, immerhin haben sie die weißen Wanderer aus Island gestoppt. Damit sind wir Deutschen wohl nicht mehr die Einzigen, die wissen, wie man eine Mauer dicht hält. Trotzdem dürfte für die Franzosen im Halbfinale Schluss sein. Den Ergebnistipp überlasse ich unserem ganz besonderen Gaststar im Kohn-Rakel. So viel zu meiner Einschätzung. Aber die echte, knallharte Fußballanalyse kommt wie immer von unserem Taktikfuchs. Aus Frankreich. Der Buttplug von Marie Le Pen, er ist der eigentliche Grund, warum Gérard Depardieu ausgewandert ist. Zinedine Zinedine Wüsmont. Hallo Willi, du Antithese zur Fashion Week. Aber zur Sache, was ist bloß aus dem Weltmeister geworden? Das Spiel gegen Italien war ja zäher als das Bindegewebe von Gunter Gabriel. Im Elfmeterschießen herrschen schon fast englische Verhältnisse, nur ohne Sonnenbrand und die hässlichen Ergebnisse eines stark eingeschränkten Genpools. Müller schießt Buffon quasi gegen den Rollator. Der Schuss von Schweinsteiger verlässt vermutlich gerade unser Sonnensystem und Özil trifft im Pfosten. Aber wen wundert's? Gleich und gleich gesellt sich eben gern. Ich bin da ganz bei Söder, auch wenn der natürlich selber nicht mal mit einem Besamerhandschuh in die Kuh treffen würde. Sympathischer Typ. Siehst du, Zini, solche Sprüche sind der Grund, warum dich bei YouTube keiner mag. Na und, deine Mutter mochte dich auch noch nie. Trotzdem wurdest du offensichtlich mehr gefüttert als die Elefantenbullen im Serengeti-Park Hodenhagen. Man muss ja auch mal ehrlich sein. Im deutschen Luxushotel liegen inzwischen mehr Verwundete als im Feldlazarett vor Stalingrad. Und genauso wie damals wird's auch enden. Der Franzose wämst uns schnell ein paar Kugeln in den Bunker, als Präsident Erdogan Strafanzeige sagen kann. Kedira, Schweinsteiger, Gomez, was hat Gomez? Sich beim Hackentrick den Scheitel gebrochen? Ist Schweini die künstliche Hüfte verrutscht? Und Mario Götze hat inzwischen so lange nicht mehr gespielt, der weiß nicht mal mehr, wie man sich die Schuhe richtig bindet. Sag mal, bist du auf die Jan-Leik-Förderschule für Kommunikation gegangen, Zini? Ja, lass mal stecken, Willi. Ich gehe jetzt auch schön mit Christoph Daum Haarproben frisieren und danach bastel ich mit Ann-Kathrin Brömmel noch ausgiebig an ihrer Karriere, wenn du weißt, was ich meine. Von mir bekommt sie mehr als einen Daumen hoch, das kannst du glauben. Wir sehen uns im Finale. Vielen Dank, Zini. Und Finger weg vom Koks. Bei deiner letzten Nase hast du dich für den Badewannenstöpsel Gottes gehalten und einen Geysir verstopft. Und damit gebe ich weiter an das Kohn-Rakel. Das Kohn-Rakel! Die Meinungen über unser Halbfinale gehen also erwartungsgemäß auseinander, aber entscheidend ist ja sowieso nur unser unfehlbares Kohn-Rakel. Zur heutigen Ausgabe haben wir uns jemand ganz Besonderen eingeladen, eine Legende. Unfehlbar wie das Orakel von Delphi und mit mehr Armen ausgestattet als ein Sexmob vor dem Kölner Hauptbahnhof. Paul der Krake. Die Regeln sind auch dieses Mal einfach. Auf wessen Stein der Krake liegt, der siegt. Stell dich nicht so an, Paul. Du kannst schlafen, wenn du tot bist. Du willst es doch auch. Der Sieger ist eindeutig Deutschland!
2:0 durch ein Müller-Doppelpack. So, vor dem Finale in Paris brauche ich noch dringend neue French Nails. Und wenn die schon dabei sind, können die auch gleich meine Rückenhaare einfärben. Schön in Schwarz, Rot, Gold. Aber zuerst muss ich mal eine Runde groß. Das Kohnrakel ist mir ein bisschen auf den Magen geschlagen. Mein Hausmittel? Eine schöne Kanne Latte Macchiato. Die schießt bei mir immer schneller durch als Jonas Hector auf Koffeintabletten. Also, bis zum Finale, euer Tipp-Titan Oliver Kohn.